Ja, ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer weiteren Folge von The Beast of Prey mit mir, dem Reflexer. Ja, in der letzten Folge haben wir uns das Ei geklaut und das Ei war ein Dilophosaurus-Ei. Ist ein bisschen klein geschrieben, aber man kann es halt noch ein bisschen lesen. Hoffe ich zumindest. Ja, da ist mit dem Brennstoff wieder ausgegangen. Naja, dann mache ich jetzt mal Holz rein. Split. Woodlock. Und dann gucke ich mal. Ich habe jetzt 6 Iron Ingots und möchte mir die CNC Crafting Table. Da brauche ich 4 Metal Pipes. Da ich Metal Pipes 4 Stück rausbekomme, wenn ich eins crafte, kann ich das so machen. Und Metal Plate brauche ich wie viel? Da habe ich ja schon mal 2 von. Also kriegt man 2 von raus. CNC. 4 Metal Plate. Okay, also muss ich nochmal drauf klicken. So. Dann hätten wir das schon mal. Dann brauche ich jetzt 6 Iron Ingots. Ich habe 4. Naja. 5. Jetzt warten wir noch den Rest. Wie man sieht, ist es immer noch dunkel. Und der Mond ist noch nicht zu sehen, wie es scheint. Doch, doch, da ist er. Und der wandert ja auch. Wie man so schön sieht, ich bewege die Maus nicht. Und er wandert. Huch, jetzt habe ich das Cable gedrückt. Gucken wir mal, ist mein Iron Ingot fertig? Jawohl. Dann können wir uns auch schon mal eine CNC Crafting Table bauen. Und machen wir es. So, hier muss ich wieder überlegen, wo ich sie hinbaue. Weil ich kann sie nicht wieder abbauen. Ich kann sie nicht ins Haus setzen. Und will sie, glaube ich, auch gar nicht ins Haus setzen. Ich könnte sie ja hier so hinbauen. So, in den Ofen so halb drin, also. Nach dem Motto, ja. Ich überlege gerade noch, ich möchte es halt. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube aber, ich lasse erstmal. Den normalen Crafting Table lasse ich jetzt mal hier stehen. Direkt neben dem Ofen. Und das CNC Table, ja. Ich könnte ja hier so hinter das Haus machen, weil es ja doch ziemlich groß ist. Und ich es ja nicht so oft brauche. Wir können uns ja mal angucken, was wir hier craften können. Wir können uns Basics Boots, Basic Plants, also was zum Anziehen waren. Eine Pistole, eine Shotgun, Lockpick, ich weiß noch nicht, was das sein soll, das ist ein bisschen Wurfmesser. Denn hier das Scharfschützengewehr, den Metal Wire, Mining Drill, das werden wir übrigens als nächstes machen, die Mining Drill. Denn der Oil Pump, der Oil Tower ist natürlich besser, denn brauchen wir hier Radarsystem. Dann geht es für die Raffinerie. Denn die Scar, also Waffen, Schusswaffen erstmal nicht machen, da sie Munition brauchen. Und Munition ist teuer. Ja, also lieber erstmal eine Mining Drill, so kriegen wir Rohstoffe. Und da ist ein Spieler. Und eigentlich dürfte ich ihn nicht angreifen können. Also es dürfte zumindest keinen Schaden machen. Der geht da ganz in Ruhe lang. Jetzt rennt er. Ja, läuft bei ihm, würde ich sagen.
Feuer noch an. Huch. Upsala. Würde ich mal so sagen. Jetzt ist er weg. Ach ne, da vorne ist er. Naja. Wir gehen noch mal ein paar Rohstoffe holen hier. Denn für die Mining Drill braucht man ja doch noch ein bisschen. Was? So. Ich hoffe, da kommt jetzt auch was bei raus. Ja, ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich die Mining Drill denn anschließe, ob ich die hier so anschließen kann. Weil ich kann ja hier generell nicht bauen an diesem Stein. Also wird das kompliziert. 6 schon. Survival. Ja, hier können wir bald Woodcutter kriegen, bei einem Plank mehr. Das heißt, aus einem Woodlock können wir dann 2 Planks machen. Das macht das Bauen etwas leichter. Oder mache ich zuerst die Saw? Ich glaube, ich mache zuerst die, die Tischspüle. Hier ist das Akkontier, nervig, aber aus einem Block 3 Holz mal 3 Planks machen, das ist halt doch dann ein bisschen besser. Und man kann die Sachen ja sowieso nicht klauen, was ich richtig gut finde. Da gucken wir mal, was das Ding braucht. Also zurück zum Häuschen. Oh. So, Mining Drill, Euteuer, Refinery, Rockets, Table Saw. 8 Metal Pipes, 4 Metal Wire, 8 Metal Plate, 12 Iron Ingots. Also das wird schon etwas teurer. Ja, Metal Wire. Wo sind denn die Metal Wire? Hier, da brauchen wir 4 Stück von. 1. Und dann kann ich euch ja zeigen, hat man hier dieses Blueprint macht man hier wieder rein. Und dann fängt er da an rumzurödeln. Hab ich hier nicht gerade was reingepackt? Na, der Spieler ist schon weg, wa? Der hat sich abgeseilt. Und jetzt gehen wir uns mal noch den Stein da hinten holen. Stein, Stein, Stein. Es wird hell. Ich finde die Morgendämmerung hier einfach schön. Schön ist ja, die Sonne ist halt nicht so schnell, die geht nicht so schnell auf, sie geht auch nicht so schnell unter. Und die Nacht- und Tagrhythmus ist eigentlich recht, ich finde ihn recht gut. Ich glaube, es ist weniger Nacht als Tag. Was ja eigentlich recht gut ist. Also hast du halt länger was, weil nachts, ja. Geht der Nacht schon gerne raus. So, und dann haben wir unser Metal Wire. Wow. Das hat er hoffentlich auch gleich. Ja, 4 Iron Ore, das läuft auf jeden Fall. Iron Ore werden wir noch genug brauchen. Und ja.
Das wollte ich da noch stopfen, das Loch. Und zu damit, genau. So soll das sein. Gucken wir mal. Ja, noch zwei Stück. Ich kann mal gucken, ob sich irgendwo neue Dinos oder so Gruppierungen gebildet hat. Laufe ich hier einfach mal ein bisschen rum, gucke. Ich finde hier auch noch ein bisschen Stein. Kann ja nie schaden. Ich weiß gar nicht, wie oft die Spawn Rate von den Dinos ist. Ob man die irgendwo eingeben muss beim Server-Setting. Oder man die überhaupt verändern kann, weil im Moment hast du ja nicht mal. Du hast gerade mal Video-Settings, aber halt nichts anderes, was du so wirklich einstellen kannst. Ton nicht. Zum Glück habe ich Windows 7. Kann man das ja alles extra schalten. Da vorne sind Dinosaurier. So, dann kriegen wir hier noch ein bisschen Action in der Folge. Da ist noch ein Stein, den wir mal voll zerdeppern können. Boom. Ich wette, ich habe eh nicht getroffen. Aber das interessiert jetzt auch den Gasmann. So. Ey, her damit. Und da ist der Stein einfach mal so schön weg. Ja. Einfach schön sowas. Und das war ein Treffer. Das war auch ein Treffer. Nur wo ist er hin, ja? Und die haben natürlich große Waffen. Up. Und ja, er hat Fleisch in seiner Hosentasche. Und ja, hier hält man auf jeden Fall zusammen. Dinosaur Skin, Dinosaur Flash. Ey, das Ei gehört eigentlich mir, Penner. Naja. Was soll's. Hab ein bisschen Fleisch abbekommen. Und wir schreiben mal Hi. Ja, das sind wahrscheinlich die beiden Typen, die hier online sind. Aber naja, ich sag dann erstmal Tschüss und bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis bald, euer Rift Exe. Bis bald.